wieder ab. Du bist ein norddeutscher Jung und jetzt wieder hier im Norden. Wie ist es für dich, wieder hier zu sein? Ja, so wie jeder sich fühlt, wenn er nach Hause kommt, denke ich. Ist jetzt nicht mal eine Stunde bis in meine Heimat, bis zu meinen Eltern. Deswegen einfach optimal, jetzt wieder hier zu sein. Die norddeutsche Luft, auch den norddeutschen Humor habe ich sehr vermisst. Und ja, ich kann es kaum erwarten, jetzt hier das Jahr zu verbringen. Welche Rolle spielt die Familie für dich? Ja, natürlich eine große. Ich bin zwar dann irgendwann zeitnah oder relativ früh nach Hamburg gegangen, aber auch das ist ja sehr nah gewesen. Und dann wirklich irgendwann mal über 500 Kilometer weg zu sein, ist schon schwierig, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Aber wie gesagt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt wieder hier bin. Du bist in Wahlstedt groß geworden, was so 45 Kilometer von Kiel entfernt ist. Hattest du deiner Jugend Berührungspunkte mit Holstein-Kiel? Ja klar, ich meine, in Schleswig-Holstein gibt's ja nicht so viele weitere große Fußballvereine. Und Holstein-Kiel ist natürlich, gerade wenn man dann mal hier die Anlage besucht, wenn man dann auf einem Turnier mal gegen eine Jugendmannschaft von Holstein spielt, ist natürlich immer was Besonderes gewesen. Und selbst dann auch später mit dem HSV in der U17-Bundesliga, U19, auch da war es natürlich immer für mich was Besonderes, nach Kiel zu fahren. Was hat jetzt aus deiner Sicht für eine Laie gesprochen, also per Laie nach Kiel zu gehen? Ja, einfach, dass die alles sportlich sowie das Umfeld wirklich perfekt passt für mich, um mich wirklich auf Fußball zu konzentrieren und mich wohlzufühlen für das Jahr hier. Ich denke, man hat im letzten Jahr, nicht nur im letzten Jahr, ganz deutlich gesehen, wozu Holstein Kiel inzwischen fähig ist, im Pokal sowie in der Liga. Ich denke, dass das über die letzten Jahre hinweg gesehen dann auch keine Eintagsfliege mehr ist und dass dieser Verein hier wirklich geschafft hat, in den letzten Jahren sich aus sehr wenig was sehr Großes aufzubauen. Und für einen jungen Spieler, der dann gerade noch hier aus der Nähe kommt, ist es natürlich eine riesen super Chance, denn hier mit dabei zu sein. Jetzt bist du einer der jüngsten Spieler im Kader, hast aber ja schon beim HSV und auch beim FC Bayern schon einiges erlebt. Würdest du dich als erfahrenen 21-Jährigen bezeichnen, wenn man das so sagen kann? Ja, definitiv. Also als erfahrener 21-Jähriger, das passt, glaube ich, ziemlich gut. Auf der einen Seite habe ich schon viel erlebt für mein Alter, auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich noch so jung bin und weiß, dass ich noch sehr, sehr viel mehr erleben werde. Und ich denke, dass gerade hier, gerade mit der Mannschaft, mit den Jungs, die eigentlich seit Tag 1 mit mir so waren, als wäre ich schon ein Jahr hier gewesen, denke ich, dass ich auch dieses Jahr wieder sehr viel erleben werde. Wenn Leute, was ich jetzt nicht glaube, aber wenn für den Fall, dass es doch so ist, Leute, die ich noch nicht so oft haben spielen sehen, wie würde Fiete Arp sich selbst beschreiben? Was kann er gut und wo muss er sich vielleicht noch verbessern? Also ich denke, was ich gut mache als Stürmer, ist in erster Linie, dass ich immer als erstes zum Tor gehe. Ich versuche immer irgendwie Gefahr zu kreieren, den Ball vors Tor zu bringen, selber zu schießen und selber auch das 1-gegen-1 dann zu suchen. Woran ich arbeiten muss, ist, denke ich, gerade jetzt in der körperlich betonten zweiten Liga, gerade bei den starken Mannschaften, auf die wir treffen werden, auch die Bälle zu sichern, wenn es mal nicht direkt um den Abschluss geht, sondern einfach nur darum, den Ball als Stürmer festzumachen, eine Station einfach weiterzuspielen. Das ist, glaube ich, mein größtes Thema dieses Jahr und ja, ich hoffe, dass ich das hier korrigieren kann. Ja, Klassiker zum Abschluss. Was hast du dir für das eine Jahr hier bei Holstein vorgenommen? Ja, natürlich möchte ich einfach diesen Aufwärtstrend der letzten Jahre hier in der Mannschaft mit fortsetzen und einfach diese Saison ähnlich erfolgreich gestalten wie letztes Jahr und ja, zeigen, dass ich in dieser Mannschaft hier eine Rolle spielen kann, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann und dass Holstein Kiel auch dieses Jahr wieder in den oberen Bereich der zweiten Liga gehört. Das hoffen wir auch. Viel Erfolg dabei. Danke. Dankeschön.